Heute Abend sprechen wir mit Thomas Bernhard, wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Universität in Bremen und Mitbegründer der EduCamps. Hi Thomas. Hallo. Ja, am Wochenende warst du auf der DigiLearn in Ottobrunn. Was sind deine Eindrücke? Eine sehr, sehr interessante Veranstaltung für Lehrer gewesen. Ich habe viel über Lehrer gelernt, das vorab. Was habe ich noch so an Eindrücken mitgenommen? Dass es schwierig ist, so ein EduCamp-Format vor Lehrern oder mit Lehrern zu machen. Zumindest gab es am Anfang ein bisschen Schwierigkeiten, das muss man dazu sagen. Bei der DigiLearn wurde der erste Tag als EduCamp organisiert. Die anderen beiden Tage sind, glaube ich, sehr gut angenommen worden, weil ja, die Themen waren natürlich der Veranstaltung entsprechend interessant für die Lehrer, denke ich zumindest. Ja, ich habe für mich ein bisschen was über die Lehrer mitnehmen können. Also, was? Ich glaube, es ist eine ganz eigene Gruppe von Menschen, die Lehrer, ohne jetzt böse klingen zu wollen, aber sie sind nicht, also wir stellen uns das immer so aus dem, ich will jetzt nicht sagen, aus dem Leuchtturm heraus, nämlich, dass es wieder heißt, der von der Uni, der kommt aus dem Leuchtturm und der will dann halt den Leuten das alles hier so wichtig vorstellen. Aber was ich halt mitbekommen habe, dass Lehrer doch durchaus mehr Probleme haben, als wir uns das vorstellen und vor allen Dingen viel, viel mehr zu tun haben und viel Gedanken mehr an ihren Job aufbringen müssen. Und wenn wir uns dann sagen, naja, eigentlich wäre es doch mit Medien alles viel einfacher und macht doch mal jenes, ist das alles gar nicht so einfach, das ist von uns einfach gedacht, aber in der Realität gar nicht so einfach umsetzbar, weil einfach so viele Sachen von denen bedacht werden müssen. Also so viele unterschiedliche Arbeiten haben die zu machen und dann kommen wir noch an und du hast ja einen Vortrag gehalten dazu, warum soll ich denn jetzt dieses Web 2.0 auch noch machen? Das fand ich, hat es eigentlich ganz schön auf den Punkt gebracht. Ich glaube, das war die Grundhaltung von all den Lehrern, die ich dort gesehen habe. Außer natürlich diejenigen, die eh schon vorne wegreiten und, sage ich mal, das von, keine Ahnung, eingeimpft bekommen haben und das immer mitnehmen. Okay, du hast gerade gesagt, der erste Tag sollte im Format eines EduCamps stattfinden. Erklär doch mal gerade den Zuschauerinnen und Zuschauern, die nicht genau wissen, was das ist, in drei Sätzen, was ist ein EduCamp und was sind jetzt deine konkreten Erfahrungen mit diesem EduCamp-Format in der DigiLearn gewesen? Also, in drei Sätzen schwierig. Das EduCamp ist ein themenspezifisches Barcamp. Barcamps zeichnen sich dadurch aus, dass sie sich von herkömmlichen Konferenzen abgrenzen wollen. Und zwar insoweit, dass die Themen vorab nicht fest vorgesetzt werden, sondern es gibt eine Eröffnungsrunde, in der jeder sich aktiv einbringen kann und jeder Teilnehmende direkt zum Teilgebenden wird und eine eigene Session anbieten kann. Und das hat zum Beispiel dieses, dass die Leute zu Teilgebenden werden, hat gerade bei der DigiLearn, nicht so richtig gut funktioniert, zumindest. Also ich war im Endeffekt, war ich ganz zufrieden, dass wir dann auf, glaube ich, 14 von 15 möglichen Session-Slots belegt haben. Aber im Gegensatz zu herkömmlichen Edu-Camps, wo ich sonst war, wenn da die Hälfte des Saales ungefähr gefühlt zumindest aufgestanden ist und eine Session-Vortrag erstellen wollte, war das da doch sehr, sehr zurückhaltend. Das hat man auch gesehen, dass die Lehrer doch ein bisschen verdutzt waren, als ich ihnen dann auf einmal das die Aktion in die Hand gegeben habe und aufgefordert habe, so, jetzt seid ihr dran und bringt eure Sessions ein. Das war natürlich eine ganz spezielle Situation, weil die Gruppe, die anwesend war, nicht EduCamps kennen oder Barcamps kennen und letztlich auch keine Vorstellung natürlich davon hatten, wie sowas aussieht. Was sind aus deinen ersten Erfahrungen jetzt mit einer solchen Gruppe, was wären denn für Tipps und Tricks an Menschen, die Barcamps ausrichten, für Menschen, die Barcamps nicht kennen? Was gibt es da für Tipps? Ich muss ja ganz ehrlich sagen, dass ich an diesem speziellen Fall DigiLearn sehr, sehr blauäugig drangegangen bin und habe da mit der Organisatorin gesagt, wir probieren das einfach mal. Das ist so ein einfaches, leicht erklärbares Format, dass wird auch diese Zielgruppe wird das akzeptieren können und da mitmachen können. Ich glaube, das ist der einzige Tipp, den man machen kann, ohne Probleme, ohne irgendwelche Aufwand, einfach machen, einfach tun. Das wird schon funktionieren. Klar, im Hinterkopf muss man immer so einen Notfallplan haben. Den hatten wir damals auch. Aber das funktioniert. Also im Endeffekt war ich ja glücklich, dass es funktioniert hat. Vielleicht ist es nicht schlecht, das vielleicht noch als Tipp.
man sollte den ein oder anderen Educamper oder Barcamp-Erfahrenen in den Reihen mit haben, den man zumindest als ja, den Leitwolf dann hat, der als erstes nach vorne kommt. Weil ich glaube, wenn die ersten zwei, drei nach vorne gekommen sind, ist für alle dann klar, ah, okay, wir müssen auch was tun, und dann kommen auch die anderen. Zumindest war es in Ottobrunn so. Okay, also erfahrene Barcamper unter die Menge streuen sozusagen. Richtig, okay. Genau. Die Educamps haben ja dieses Jahr ein Jubiläum. Dieses Jahr findet das 10. Educamp statt. Also jetzt erstmal in Köln das 9. und dann das 10. wieder in Ilmenau. Was ist dein Resümee von jetzt fast 10-mal Educamps? Mein Resümee ist, dass ich erstaunt bin, dass es auch eine 10. Auflage geben wird, dass dieses Format nach 4,5 Jahren immer noch von Interesse ist. Wir haben kontinuierlich um die 150 Teilnehmenden, also keine, also die Teilnehmerzahl sinkt nicht, was man ja durchaus befürchten könnte, dass wir immer wieder ein sehr gemischtes Publikum haben, Altangesessene und Neue dabei. Und da kann man eigentlich meines Erachtens zufrieden sein. Ich bin gespannt, wie es weitergeht, ob es weitergeht mit dem Format, ob sozusagen weiterhin das Interesse daran besteht. Ja, blicken wir doch mal in die Zukunft. In welche Richtung sollten sich denn die Educamps deiner Ansicht nach entwickeln? Das ist eine sehr, sehr interessante Frage. Das können wir hoffentlich schon mal in Köln andiskutieren, in welche Richtung das gehen soll. Da gab es ja dann, gibt es ja auf den Educamps, gibt es immer diese tolle Session, The Future of Educamp. Wo soll es denn eigentlich hingehen? Ich möchte ungern sagen, wo es hingehen sollte. Ich sag mal so, mich würde es freuen, wenn es die Educamps weiter gibt, wenn sozusagen ein gewisser Bedarf besteht. Was ich mir wünschen würde, wäre, dass wir seltener über das Format diskutieren und mehr über die dort diskutierten Inhalte und es schaffen, diese Inhalte auch nach draußen zu kommunizieren. Also ich denke, das funktioniert schon in Ansätzen ganz gut, aber ich denke, da ist noch deutliches Potenzial nach oben. Also ich könnte mir da wirklich vorstellen, dass so ein Educamp auch mehr ja, Wirkung haben kann. Also wie auch immer, in Presse aufgegriffen, in verschiedenen Medien aufgegriffen und so weiter. Das kann ich mir halt einfach, könnte ich mir vorstellen, dass das Potenzial zumindest da ist. Frage wäre natürlich, wie man das umsetzen kann. Und was das Inhaltliche angeht, gut, Hauptfokus bei Educamps ist nun mal das Lehren und Lernen mit digitalen Medien, meistens zumindest. Da kommen natürlich auch noch andere Bildungsfragen, die da sind, kommen da mit rein. Aber ich denke, dass dieses Thema uns die nächsten Jahre noch beschäftigen wird. Und damit, denke ich, gibt es auch noch Relevanz für das Educamp. Schauen wir mal. Ja, und letztlich entwickelt sich das Educamp natürlich genau dahin, in die Richtung, in die Teilnehmer es entwickeln. Ne? Also das ist ja sozusagen... Absolut, klar. Das ist ja das, was ich am Anfang gemeint habe. Es ist schwer für mich zu sagen, wo soll es denn hingehen oder wo wird es denn hingehen? Weil eine Person kann es nicht entscheiden. Weil wir hätten zum Beispiel beim ersten Educamp nie gedacht, dass es sich in die Richtung entwickelt. Also zum Beispiel, dass es ein kontinuierliches Format wird. Das hätten wir nie gedacht. Aber das hat sich durch die Dynamik mit den Teilnehmern hat sich das im Prinzip ergeben. Und von daher bin ich da sehr froh, dass es so eine Relevanz besessen hat. Ja, also Educamp ist ein Erfolgskonzept. Insofern sind wir gespannt, wie es weitergeht. Und ja, vielen herzlichen Dank fürs Interview. Ja, gerne geschehen.